wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer Premiere hier bei FX Lab. Ich habe mich sehr auf den heutigen Termin gefreut und wir haben heute hier eine Veranstaltung mit dem Team von Traders Talk und mit dem heutigen Webinar Morning Meeting und Markteröffnung live aus dem Traders Talk Handelsbüro. Mein Name ist Nelce Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Und die Jungs werden sich gleich natürlich selbst vorstellen und das ganze Konzept und Traders Talk an sich auch kurz erklären. Wir wollen aber nicht so viel Zeit verlieren, denn der Markt wartet ja nicht auf uns. Nichtsdestotrotz müssen wir kurz hier den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Wunderbar. Dann schalte ich jetzt rüber zu Vango. Ich freue mich sehr, Vango, dass ihr mit uns heute das Webinar macht. Und ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Und an die Teilnehmer, natürlich können Sie jederzeit Fragen stellen. Davon lebt ja auch ein bisschen das Webinar. Und viel Erfolg. Ja, danke für die einladenden Worte, Nelson. Also ich bin Evangelos oder auch Vango Gialouris. Ich gehöre zum Team von Traders Talk, bin im Future-Handel seit 25 Jahren, komme so eigentlich aus der Bund-Future-Schiene. Wir sind eine Gruppe von Händlern, die ihr eigentliches Business natürlich immer Eigenhandel hat. Also wir sind eine Eigenhandelsfirma, wir haben ein Handelsbüro in Frankfurt, aus dem wir jetzt auch übertragen, das ist eigentlich ein tägliches, börsentägliches Meeting, was wir machen, was wir unseren Kunden anbieten. Das gehört zu einer unserer Dienstleistungen, diese Squawkbox. Und vielleicht kurz was, weil, wie gesagt, wir wollten eigentlich diesen Morning-Slot machen, weil das eigentlich unsere tägliche, sowieso unsere tägliche Arbeit ist, unsere tägliche Handelsroutine. Dieses Webinar, das bieten wir auch börsentäglich an, von 8 Uhr bis 17 Uhr, ganz kurz was zu der Sinnhaftigkeit oder wieso sowas entsteht. Was ist eine Squawkbox? Also die gibt es seit ungefähr 20, 25 Jahren im internationalen Finanzwesen, ist da etabliert, ist eigentlich daraus entstanden, dass man keine marktrelevanten, kursbeeinflussenden Informationen vermissen möchte, nicht in dem Zeitpunkt mitgeteilt bekommen möchte, in dem es marktrelevant oder kursrelevant ist. Wir kommen alle hier bei Traders Talk, fast ausschließlich alle aus dem Finanzbereich, aus dem institutionellen Bereich, und da sind diese Squawkboxen etabliert. Hat eigentlich angefangen Ende des letzten Jahrtausends mit Kurs Squawkbox. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, haben wir in die CME, als dort der Handel noch Open Outcry, also eine Präsenzbörse war, da wurden die Kurse gesquawkt. Also da war wirklich jemand dort in diesem Pit, an der CME Pit oder auch an den Geldmarkt Futures Pit, der hat wirklich dann die Kurse, den Kurs der Marktteilnehmer dann rübergebracht. Da hat es gehießen 6,5 Bit 7A, 6,5 Bit 7, und die haben noch dazu gesagt, wer Käufer, wer Verkäufer ist. Ja, wie gesagt, damals dort noch Open Outcry dominierend, noch keine elektronische Börse, das ist mittlerweile anders. Und dann kam noch diese Finanz-Squawkboxen hinzu. Der Sinn und Zweck ist eigentlich folgender: Als Händler hat man zig Bildschirme, auch Finanznachrichten in Form von Bloomberg oder Thomson Reuters. Und man kann natürlich nicht permanent die Nachrichten im Blick haben. Daraus sind diese Squawkboxen eigentlich so entstanden, sodass man akustisch von Profis auf der anderen Seite die Informationen filtern, also all das wiedergeben, was wichtig ist, ja, und das auch betonen, welche Nachrichten, welche Events wichtig sind und. Die werden akustisch weitergegeben. Wie gesagt, Sie werden wahrscheinlich keinen, der professionelle Handel da draußen sehen, erst recht nicht aus dem institutionellen Bereich, die solche Squawkboxen nicht nutzen. So, wir haben 2015 damit angefangen und seitdem gibt es diese Traders Talk Squawkbox, die wir in deutscher Sprache anbieten, mit genau dem gleichen Grund. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere von Ihnen sagen, ja, ich handle nicht auf Nachrichten oder auf Events. Nichtsdestotrotz geht es eigentlich darum,
dass sie hier nicht im Blindflug über den Tag unterwegs sind. Also wir versuchen hier aus unserem Handelsraum das Ganze virtuell zu übertragen, so einen virtuellen Handelsraum, all unsere tägliche Routine, unsere Vorbereitungen. Da fängt gleich der Kollege Alex Meyer mit dem Morning Meeting an, Overnight News, was so Wichtiges ansteht. Wir haben gerade Berichtssaison, erstes Quartal, die ganzen Aktienunternehmen, die berichten aus Deutschland, aus Europa, aus den USA. All das, was wichtig ist, bekommt man vor 8 Uhr hier bei uns serviert oder ab 8 Uhr serviert, so wie wir unsere tägliche Handelsvorbereitung auch haben. Ja, wir werden sicherlich nochmal in der einen oder anderen Session, die wir zusammen mit FXLED planen, da ein bisschen näher darauf eingehen, was weiterhin so Sinnhaftigkeit dieses Produkts ist. Aber jetzt möchte ich zunächst mal weiterleiten hier an meinen Kollegen, der wird jetzt die Overnight News bringen und auch was alles Wichtige ansteht. Und danach gibt es von mir dann hier nochmal die Chartbesprechung. Wie gesagt, das ist all das, was jeden Tag börsentäglich stattfindet, womit wir dann immer rechtzeitig vor Cash Open, vor 9 Uhr auch durch sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie werden sicherlich genug Fragen haben, werden wir sicherlich auch dann noch beantworten im Ablauf. Aber jetzt gebe ich zunächst mal weiterhin meinen Kollegen Alexander Meyer, der das auch täglich betreut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ja. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Alex Meyer, das haben wir jetzt schon gehört, dass Sie noch begrüßen beim Overnight News zu den Nachrichten hier bei Traders Talk. Wir wollen es kurz machen. Wir haben heute eigentlich Großkampftag, weil jetzt auch die Europäer bzw. auch aus dem DAX kommen jede Menge Zahlen. Das kam schon heute Morgen. Also Deutsche Bank hat gute Zahlen gebracht. Das dürfte die Märkte ein bisschen beruhigen. Wir hatten gestern, und darauf gehe ich dann noch kurz rein, doch mal wieder die Banken im Mittelpunkt. Also Deutsche Bank insgesamt guter Gewinn. Da will man über den Zielen bleiben, hat allerdings auch Stellenkürzungen angesprochen. Und gut, das muss nicht negativ sein für die Börse oder für den Aktienkurs. Der war allerdings schon mal höher heute Morgen, über 2%, momentan plus 0,5%. Also kommt ein bisschen zurück. Dann hatten wir BASF-Zahlen. Die hatten ihre Zahlen ja vor ein paar Tagen schon angekündigt. Waren eigentlich richtig gut. Die Zahlen, auch was den Gewinn angeht, haben allerdings ihre Jahresprognose beibehalten und dann auch gewarnt, das erste Quartal bzw. das erste Halbjahr wird weiterhin richtig schwach bleiben. Also Aktien ein bisschen schwächer. Damit hätten wir heute die DAX-Werte schon mal abgehakt. Dann nochmal ein kurzer Blick zurück. Gestern, ja, da gab es zwei Nachrichten bezüglich der First Republic Bank da in den USA. Zunächst hieß es mal, dass andere Banken die Bank weiter stützen wollen, um die Überlebensfähigkeit da zu garantieren. Da zweifeln noch inzwischen einige Analysten dran und kurz danach kam dann noch die Nachricht, der Stadtplan da weiterhin keine weiteren Maßnahmen mehr. Ja, das hat den Markt ein bisschen durcheinander gewirbelt. Da könnte dann heute durchaus noch mal was kommen. Also Banken im Mittelpunkt. Und das war auch heute Morgen in Asien so. Da hat die Investmentbank Nomura einen um 76% niedrigen Gewinn gemeldet als im Vorquartal. Aktie fiel an rund 8%. Also auch in Asien wackeln die Banken ein bisschen. Wobei Nomura, naja, ist mehr oder weniger ein Wertpapierhandelsbank oder Investmentbank. Aber da sieht es nicht wirklich gut aus. Deswegen vielleicht ganz gut für die Nerven der Anleger, dass die deutsche Bankzahlen da weiterhin gut kamen. Insofern ein zweigeteilter Markt gestern. Wir hatten auch von Microsoft dann noch sehr gute Zahlen, auch von Alphabet. Die gingen dann ein bisschen unter, weil, denke mal, Alibaba hat da angekündigt, dass sie die Cloud-Preise um bis zu 50% senken. Das wird natürlich auch das Geschäft von Alphabet und anderen dann beeinflussen. Da sind vielleicht die großen Zeiten inzwischen vorbei. Also wir hatten den Dow minus 0,7%, Nasdaq plus 0,5%, Asien ist heute Morgen mehr oder weniger unverändert. Und dann kurz zum Ausblick, wie gesagt, wir haben eigentlich einer der wenigen Tage im Jahr, wo wirklich die Zahlen nur so einprasseln auf uns. Ja, Linde bringt heute noch Zahlen, die sind natürlich inzwischen für den DAX nicht mehr maßgebend. Aber wir haben dann noch US-Zahlen, Merck melden Zahlen in der Mittagspause, Caterpillar, Honeywell, deutsche Börse um 14 Uhr. Die werden heute übrigens Ex-Dividende gehandelt, sind deswegen ein bisschen schwächer, also nicht wundern, Mastercard. Und dann nachbörslich noch ganz wichtig Amazon, Intel
Und wichtig natürlich um 14.30 Uhr heute, USA, BIP, erstes Quartal ist die erste Veröffentlichung. Also da könnte es dann doch mal nochmal ordentlich Bewegung geben, je nachdem wie die Zahlen ausfallen, Erstanträge und später dann noch schwebende Hausverkäufe aus den USA. Ja, das war es dann erstmal von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg und ja, bis gleich dann. So, das war, wie gesagt, das ist die Overnight News und auch der Ausblick hier, was so wichtig ist heute auf der Agenda steht. Ich mache jetzt weiter, das ist so eigentlich auch üblich bei uns mit der Chartbesprechung. Ne? Dazu gibt es jeden Tag eigentlich auch Factsheets, dazu vielleicht ein bisschen später mehr, dass ich bespreche jetzt mal in der Abfolge, wie wir das auch hier bei uns machen, den DAX, den Eurostoxx, den Bund Future und dann den S&P. So, wir fangen, wie gesagt, wir kommen alle aus dem Future-Handel, also die meisten von uns haben nie was anderes gehandelt. Und da ist es wichtig, weil wir das immer wieder mitbekommen hier mit Kunden, dass man versucht, A, die Märkte natürlich in der Aktion, in der Interaktion auch zu sehen, also einen DAX natürlich immer mit einem Eurostoxx, immer mit einem S&P. Und was auch ganz wichtig ist, dass man da das sogenannte größere Bild, von dem wir sprechen, sprich, worauf schauen Institutionelle, schauen hier auf Wochencharts, auf Monatscharts, auf Dailycharts. Und da fangen wir auch mit unserer Betrachtung immer an. Und hier sehen Sie den DAX Future. Wir haben, was ist ein Daily Chart im DAX? Ich werde mal ein bisschen zusammen. Wir haben eine ganze Zeit lang grob hier unter der 15.700 konsolidiert, haben dann hier den Ausbruch geschafft und haben jetzt eigentlich so gefühlt seit zwei, drei Wochen eine relativ enge Handelsrange, also unten die 15.800, oben die 16.050, 16.070. Da geht nicht drüber. Wir haben die Kontrakthochs, die sind hier oben, die 295, 274 aus dem Continuous Chart, da, das haben wir nicht geschafft. Nicht die Kontrakthochs, das sind die Daily, die All-Time Highs hier, da ist er nicht hingelaufen. Also hier oben konsolidiert er, wie gesagt, so gefühlt seit der Osterwoche, der K-Woche, ganz enge Handelsrange hier oben, ohne dass nach oben hier bisher irgendwas anbrennt. Also hier fokussieren wir auf der Unterseite hier als erstes auf dieses Level. Sie sehen das, die 817, 15.817. Das kann man hier gut erkennen. Das ist ein Daily High hier gewesen von März. Und das haben wir gestern auch punktgenau getestet. Und auf der Oberseite, wie gesagt, die 16.078, 16.064. Das jüngste Kontrakthoch, die 78, das kommt aus dem Continuous. Das ist hier so die Range. Zunächst mal auf der Oberseite und ganz oben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind hier die All-Time Highs. Also 8,17 unten wichtig. Hier nochmal gut zu sehen, wir hatten hier markante Hochs gehabt, um die 27. Ne, das kommt, das waren die Jahreshochs, die haben wir hier gebrochen gehabt. Dann haben wir hier einen False Break unterhalb geprintet, dann das Rebreak und wie gesagt, jetzt seit Längerem die Konsolidierung. Konsolidierung heißt, Markt sammelt hier Kraft. Fakt ist, wir wissen natürlich nicht, in welche Richtung das logisch wäre, dass es trendfolgend, ne, seit dieser Bewegung hier, wo wir das hier gebrochen haben, dass es trendfolgend eine Trendfolgekonsolidierung ist und dann nach oben aufgelöst wird. Aber dafür ist es mir zu wenig dynamisch auf der Oberseite. Wir haben da hier nicht annähernd wichtige Levels angelaufen. Deswegen gucken wir mal, versuchen das neutral zu betrachten. Diese Konsolidierung soll heißen neutral. Wir gucken dann wirklich go with the flow, was auch immer gebrochen wird, ob es hier die Oberseite ist, also Trend folgen, wirklich dann nach oben auflösen oder der Markt fällt nach unten durch. Da wollen wir so neutral wie möglich an das Ganze rangehen. Also das ist das Bild hier aus dem Daily. Damit fangen wir immer unsere Analysen an. Dann gehen wir jetzt mal hier auf den Stundenchart und schauen uns die Levels für heute an.
So, jetzt haben wir hier den Stundenchart. Sie werden wahrscheinlich hier mit der Darstellung sicherlich Fragen haben. Grob, rote Zonen sind Widerstandszonen. Also bei uns, wir gehen immer davon aus, dass Zonen zunächst mal halten, Widerstandsbereiche halten, und Unterstützungszonen sind grün und die auch erstmal. Das ist unser Default oder unsere Annahme von vornherein, dass wir davon ausgehen, diese Zonen werden erstmal verteidigt. So, was wir hier gut sehen im DAX ist Folgendes. Wir haben hier im Daily Low gehabt bei 8,14, haben gestern durchgestochen, aber nicht drunter geschlossen auf Daily Basis. Wichtig immer, Daily Closes, Stunden Closes, darauf achten wir insbesondere an markanten Levels. Deswegen hier unten erster Unterstützungsbereich 8,56, 8,40 auf der Unterseite. Und auf der Oberseite ist die erste Marke, auf die wir schauen, die 920. Und zwar, das ist auch hier ein markantes Stundentief. Das war hier ein Kassetief vom 25., also vom Dienstag, genau. Das war von der Eröffnung des Tief gewesen, die 29. Also das ist so die erste Marke, die für uns wichtig ist auf der Oberseite. Zusammen mit diesen Hochs hier um die 937 ist hier oben eine erste Zone, wo wir fokussieren, was da passiert. Also wie gesagt, Grundannahme ist immer, das wird verteidigt. Also schauen wir, ob wir hier irgendwo in den Short reinkommen. Hier auch nochmal ein Level, das wichtig ist, die 956 Stunden Tiefs, Stunden Hochs. Also diese ganze Zone, würde ich sagen, 29 bis hoch 956. Da gucken wir mal, solange der Markt da nicht drüber geht, für uns zunächst mal die Grundannahme hier. Gucken wir mal, ob er irgendwelche Einstiege liefert, um uns da in den Short mit abzuholen. Die Zone, die als erstes hier unten wichtig ist, nochmal 8,56, 8,40 im DAX, und dann sollte es hier unten drunter gehen, da haben wir bei 8,17 das gestrige Tagestief, und das war auch ein ehemaliges Daily High, und zwar ist es hier vom 31.03., also die 8,17 ist auf Tagesbasis für uns erstmal das wichtige Level, und zwar das gestrige Tagestief, das ehemalige Daily High. Also sollten wir da unten drunter schließen auf Daily Basis, könnte auf der Unterseite noch mehr kommen, schaffen es weiterhin oben drüber zu schließen, ist das für uns wichtig, dass da der Druck auf der Unterseite erstmal nicht allzu hoch ist. Das zunächst mal so der Blick auf den DAX. Ich komme jetzt auf den Eurostoxx. Ich sehe, dass die Zeit ein bisschen pressiert. Wir sind ein bisschen hinten dran hier. Und gucken jetzt im Eurostoxx auch zunächst mal auf den Daily Chart. Das dauert hier in der Übertragung alles ein bisschen. Also auch hier gut zu sehen. Wir haben auf der Oberseite all das, was in Rot markiert. Das sind markante Daily Levels. Also hier oben das All-Time-High 4409. Wir haben hier die 4363 geprintet. Wir handeln jetzt aber unterhalb dieser Daily Levels. Sie sehen, das sind ja Tageslows. Das ist die 4309. Das ist die erste markante Linie auf Daily-Basis auf der Upside. Da haben wir gestern drunter geschlossen. Deswegen, also per Daily Close ist das ein wichtiges Level. 4309, worauf wir schauen. Ein weiteres Level, jetzt hier auf der Unterseite, ist die 4281. Geht es da drunter, Platz erstmal runter auf die 4229, und dann weiter unten haben wir ein wichtiges Support-Level, eigentlich sehr wichtig, 4180, 4164. Wir schauen jetzt das Ganze in der Stunde an im Stocks. Also wir haben normalerweise dann, wenn wir pünktlich um 8.30 Uhr anfangen, ohne Intro, ist eigentlich auch genug Zeit hier. Wir sind in der Regel um 8.45 Uhr schon durch, sowohl mit den Overnight News als auch hier mit der Chartbesprechung. Dauert heute einen Ticken mehr oder einen Ticken länger. Also hier das Ganze im Eurostoxx aus der Stunde, aus der Eurostoxx Future. Wir sehen hier oben 4.310, 4.309. Eben dieses Daily Level, von dem ich gesprochen habe. Also wir haben hier ein Daily Low, da ein Daily Low, wahrscheinlich ist das auch nochmal eins. Also drei Tagestiefs, das ist hier oben erstmal für uns zementiert. Also hier oben schauen wir natürlich in erster Linie auf eventuelle Einstiege hier in den Short herein.
Gestriges Tief hier, da haben wir die 4281, weiter unten wichtiges Unterstützungsband im Stocks 4275, 4270. Also Unterstützungsband heißt nicht nur Unterstützung, sondern für uns auch, sollten wir hier oben irgendwo in den Short reinkommen oder auch hier schon, dann ist unterhalb des gestrigen Tagestiefs das hier unten erstmal unsere Zielzone und auch unsere Unterstützungsbereich. Ne? Also das muss er dann erstmal rausnehmen, bevor wir dann hier von einem Closing der Short-Position dann und eingehen, eventueller Longs, wenn das hier die Situation zulässt, mit entsprechender Upside. Da unten drunter dann weiteres Abgabepotenzial. Also wichtig hier im Eurostoxx, dieser Bereich, kommen wir da nicht drüber, die 4309, 4310, maximales Retracement hier 4319 sehe ich, oder sehen wir den Eurostoxx zunächst mal hier kurzfristig unter Druck. Also das, darauf gibt es, gilt es im Eurostoxx zu achten. So, und jetzt komme ich zum Bund Future. Und auch hier erstmal ein Blick auf den Daily Chart. Ich glaube, für den S&P wird, wenn überhaupt, nur kurz Zeit bleiben. Also, das ist der Daily Chart im Bund. Sie sehen hier ganz lange, das geht ja zurück in den Herbst letzten Jahres, in Anführungsstrichen enge Handelsrange. Also der Bund Future ist übergeordnet, kurzfristig und auch langfristig im Short. Und da ist oben hier um die 142,87, maximal 143 ist hier oben der Deckel drauf. Wir haben hier auf der Unterseite einen False Break gesehen. Sie sehen unter dieser 132,69, also unter diesem Tief hier, dem Dezember-Tief, haben wir einen False Break gesehen, da einen Rebreak geschafft. Und solange wir dieses Niveau auch nicht mehr unterschreiten, die 69, sollte das hier unten erstmal supporten. Wir haben das gestrige Tief bei der 133,09 auf der Oberseite. Die erste Marke, die uns hier aus dem Tageschart interessiert, ist die 134,74. 135,74 zusammen mit der 85. Das sehen wir jetzt nochmal in der Stunde. Also Konsolidierung auf tiefem Niveau im Bund nach wie vor, hält sich über Monate. Daran hat sich nichts geändert. Das Ganze übergeordnet und mittel- und langfristig ganz klar weiter im Short-Modus. So, das hat jetzt in der Stunde folgendes Chartbild. Und das ist das, worauf wir natürlich jetzt hier im Daily Business dann auch, wir haben natürlich immer die größeren Marken aus dem Daily markiert und auch im Kopf. Ja. Also, so stellt sich der Bund Future dar. Was wir hier sehen, ist eine schöne Konsolidierung, die also eine Umkehrformation, wie wir das dann ausgemacht haben, hier im Bund. Das war hier eine Konsolidierung. Ja. Ich habe die vorhin auch im DAX besprochen und auch im Eurostoxx. Auch hier natürlich jetzt mit dem übergeordneten Chartbild, dass das Ganze short ist, konnte man davon ausgehen, dass es vielleicht sogar eine Trendfolgekonsolidierung ist und dann nach unten aufgelöst wird. Hat er nicht gemacht. Zwar hat er hier eine Umkehr gebildet und hat hier oben gebrochen. Und das ist jetzt für uns auch der Bereich, der uns als erstes interessiert, und zwar diese grüne Zone, da hat er heute schon durchgestochen, Sie sehen das jetzt in der aktuellen Stunde, ist diese Zone hier, 51, 41, natürlich jetzt adjustiert hier um dieses Tief. Und hier interessiert uns natürlich auch hier Stunden-Close, wo das erfolgt. Wir haben hier um die 134,40 die Unterkante. Ob das hier ein False Break ist, falls dem wirklich so sein sollte, ja, dass wir in der Stunde nicht hier unter dieser Zone schließen, dann hat er auf der Oberseite erstmal Potenzial hier hoch in dem Bereich 93, 96. Sollte der Bund drunter schließen oder trotzdem vielleicht unten weitermachen, dann haben wir 134, 18, markantes Volumenlevel und dann Potenzial mal mindestens hier an die 133, 88. Also das ist das Chartbild im Bund. Nochmal wichtig, diese Zone hier, da hat der Bund, das macht er öfter jetzt hier, wo die Vola da ist, wo das Volumen da ist, dass er
drunter schaut, drüber schaut, hier vielleicht mal einen False Break macht. Dafür ist die Vola und auch das Volumen momentan zu groß. Aber hier interessiert uns jetzt in erster Linie, wo das 9 Uhr Close ist. Ne? Das werden wir auch jetzt live zusammen auch kommentieren. Und damit war es das von meiner Seite auch. Wie gesagt, im S&P werde ich jetzt im Verlauf des Meetings dann nochmal eingehen. Aber um jetzt sich auf die Kasseneröffnung zu konzentrieren, war es das hier zunächst mal mit der Chartbesprechung, wie gesagt, der S&P, der ganz grob, da ist hier unten, wir haben hier die 4391, 4396 als ehemalige Unterstützung, das gebe ich Ihnen auf jeden Fall nochmal mit, das war ein Unterstützungslevel hier, das ist gebrochen worden, Sie sehen, wir haben unten drunter geschlossen, nicht nur in der Stunde, auch gestern den Tag, deswegen wird die Unterstützung erstmal zum Widerstand, ne? Grün Support, Rot Widerstand, also der Bereich 91 bis hoch auf die 96,5 ist erstmal Widerstandsbereich im S&P für uns. Und schauen wir, ob es hier irgendwelche Rücksetzer gibt, Setups, aber auch im Bild zusammen mit dem Eurostox und dem DAX vielleicht, hier vielleicht den einen oder anderen in den Short hier ab. Also, das war es jetzt zunächst mal mit der Chartbesprechung. Dann geht es jetzt hier gleich weiter mit dem Cash Open. Bringen alles, was wichtig an Nachrichten ist, das macht der Alex. Wie gesagt, da geht es nicht darum, hier einfach Sachen zu bringen, der Vollständigkeit halber, sondern wir versuchen da wirklich zu filtern, wichtige Informationen, was so ansteht. Da ist momentan natürlich auch aufgrund der Berichtssaison viel zu berichten. Ansonsten kommentieren wir hier die Charts und da schauen wir natürlich ja auch auf das kürzere Timeframes, und zwar gucken wir hier auf die M3-Charts. Also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier mit dem Cash Open. Wenn Sie Fragen haben, Nelson, du koordinierst das. Vielleicht können wir die hinten dran nach der Übertragung machen, dass wir die vielleicht dann, dass wir jetzt zunächst mal hier das Cash Open kommentieren und danach die Fragen dann, die da sind. Da wird sicherlich vieles geben, weil das war jetzt viel Input. Kann mir vorstellen, dass da noch das eine oder andere unklar ist. Das von meiner Seite jetzt für den Moment. Und wie gesagt, jetzt gucken wir mal, was die Kasseneröffnung so bringt. In einer guten Minute geht es dann los mit der Kasse. Dann haben wir noch Zahlen aus Spanien. Gut, sagte eben, naja, der Vollständigkeit halber bringen wir die. Die dürfen allerdings die Märkte hier nicht allzu sehr beeinflussen. 5,5% werden da erwartet, Einzelhandelsumsätze im Jahr, Zahlen für März und die Arbeitslosenquote 12,9%. Also Zahlen für Spanien. Noch eine Minute. Also wie gesagt, hier oben im Eurostox 4309, 4310, der Bereich, der müsste eigentlich jetzt rot sein, weil das ja das Abbruchniveau da oben ist. Also in 10 Sekunden geht jetzt die Kasse los. Ja, ganz kurz, Arbeitslosenquote ein bisschen gestiegen, 13,26% statt 12,9%, von allen erwartet. Einzelhandelsumsätze habe ich jetzt noch nicht, aber die braucht man letztlich auch nicht. Also, man muss da ganz auf die Eröffnung konzentrieren. Also, was wir hier sehen ist, wir haben im Bund
Ne, das sieht man hier jetzt in der Stunde. Wir haben einen Fondsblick auf der Unterseite. Ne? Also von daher bleibt jetzt dieser Bereich hier die Unterstützung, also Bereich 134,50 bis zu 40, also da nicht 41 bis zu 40, weil wir nehmen hier dieses Hoch noch mit. Also 134,50, 134,40 ist erstmal nach wie vor Unterstützung im Bund Future. Wir haben nochmal im DAX oben erstes Level, was uns interessiert, 115.920. Das aktuelle Hoch ist hier bei der 909, 920 ist dann hier das so ein markantes Kassetief und unten nochmal die 856, 840 hier dieser Unterstützungsbereich, wo wir in der Stunde bisher noch nicht drunter schließen. Ne, das sieht man hier unten, das ist diese Zone. 4302 im Eurostox erste Marke, wobei wichtig hier oben die 019. Ne? Also da kommt es im Eurostox hier auf diesen Bereich an. Sie sehen auch hier oben bei der um die 0,5 war auch das Volumenpeak gestern, also der Bereich 0,510 im Eurostox oben erstmal wichtig. Ne? Und unten haben wir die Lows 83, 81, das ist so ganz eng der Bereich des Stocks. Ich komme jetzt hier auch nochmal auf den S&P, der ist ein bisschen kurz geraten, wie gesagt, das war aufgrund der Einführung heute Morgen alles ein bisschen länger gedauert hier. Wie gesagt, die Kooperation oder es ist das erste Webinar, was wir zusammen mit FX Flat machen. Also hier der Bereich 96,5 im S&P Future bis zu 91,5. Das war Unterstützung hier in grün. Wir haben drunter geschlossen in der Stunde, von daher bricht die Unterstützung. Da wird in der Regel die Unterstützung zu einem Widerstand. Und dadurch ändern wir auch hier farblich die Markierung. Rot, also solange wir hier in der Stunde das Ganze nicht brechen, soll heißen, nicht oben drüber schließen, ist das für uns ein Bereich, wo wir auf Short-Setups schauen. Ne? Also im Bund, wie gesagt, ein False Break, soll heißen, wir haben nicht hier unten drunter geschlossen, nicht unter der 134,50, 134,40. Und deswegen ist das für uns nach wie vor hier Unterstützung. Also jetzt sehen wir hier leichte Abgaben im DAX. Wieso betrachten wir DAX und Eurostox? Weil das so ist, weil die Institutionellen darauf schauen und das ist wichtig. Ne, DAX geht nicht ohne Eurostox und umgekehrt auch. Also wir sehen hier das ist gut zu sehen, wir haben eine sogenannte Underperform. Ne? Das ist ein gutes Beispiel, wieso DAX und Eurostox immer zusammen zu betrachten ist. Also wir haben jetzt hier Abgaben im DAX, die macht der Eurostox nicht mit. Also BASF und Deutsche Börse, die scheinen hier die Gründe zu sein hier für die Underperformance, sprich für die schlechtere Entwicklung im DAX zum Cash Open hier zum Eurostox. Das ist wichtig, aber mal zu schauen, okay. Wieso ist denn jetzt der DAX schwach und der Eurostox nicht? Ja, das liegt oftmals an Einzelwerten. Wie gesagt, wir haben gerade Berichtssaison und der Kollege sagte, Deutsche Börse und auch BASF sind wohl diejenigen, die den DAX hier underperformen lassen. Sprich, eine schlechtere Performance hat hier zum Cash Open als der Eurostox. Sie sehen, im Eurostox tut sich gar nichts. Der S&P bleibt hier am Widerstand hängen und der DAX hier erstmal schwach.
Ja, also Deutsche Börse gibt hier bekannt, dass sie ein Übernahmeangebot, freundliches Übernahmeangebot für die SIM Corporation plant. Deswegen Deutsche Börse hier jetzt momentan auch im Sinkflug. Das wird wohl nicht so positiv gesehen, beziehungsweise kostet natürlich erstmal Geld zum Übernahme. Die sind über 7% jetzt sogar im Minus. Auch BASF ist kräftig ins Minus gerutscht. Nach den Zahlen heute Morgen ist es 0,5%. Also die schieben jetzt den DAX hier nach unten. Also jetzt sehen Sie mal, ganz mal. Ja, ein sehr gutes Beispiel dafür, wozu hier so eine Squawkbox wichtig ist. Sie bekommen jetzt hier mit, wieso der DAX sich im Verhältnis zum Eurostox hier schlechter entwickelt. Das liegt jetzt wirklich an den Einzelwerten. Sie haben den Grund gerade gehört, Deutsche Börse plant eine Übernahme und das, wie gesagt, kostet in der Regel Geld, so eine Übernahme, und das scheint der Kurs nicht gut zu verkraften. Auch BASF, ein Schwergewicht hier, stärker im Minus, und das lässt hier den Eurostox, den DAX, sich schlechter entwickeln als den Eurostox seit Beginn der Kasse. Also DAX testet wirklich hier die 15.840. Ich zeige Ihnen das nochmal hier aus dem, jetzt guckt er drunter. Was wir auch sehen ist, im S&P, der bleibt hier oben erstmal hängen, also das, dann macht hier wirklich einen Short Setup, an diesem ehemaligen Unterstützungs-, jetzt Widerstandsbereich. Ja, genau, jetzt hören wir das auch nochmal hier, das Grund hier oder an der Performance hier, DAX zum Stox läuft natürlich über die Squawkboxen, die wir auch nutzen, so aus dem englischen Bereich. Ja, Deutsche Bank inzwischen auch ins Minus gedreht, ohne 2%, 2,5 im Minus. Waren heute Morgen ja schon auf freundlichen Nachrichtenzahlen plus 2,5, aber da überlegt man sich dann auch immer mal wieder anders, wie die Zahlen zu werten sind. Also mit diesen Informationen, darum geht es, das ist auch natürlich so ein Grund, wieso das wichtig ist, da auch die Analysen zu bekommen. Wieso, oftmals schaut man ja auf den Markt und sagt, okay, wieso ist der DAX schwach und der Eurostox nicht? Ja, jetzt haben Sie wohl die offensichtlichen Gründe, auch die Deutsche Bank hier nach den Zahlen heute Morgen, die eigentlich gut waren, jetzt im Minus. Also haben wir schon mal mit der deutschen Börse, mit BASF und mit der Deutschen Bank drei Werte, die hier den DAX drücken. Sie sehen, dass der nimmt jetzt erstmal die ersten Levels nach unten raus und nähert sich unten dem gestrigen Tagestief. Das ist die 15.817. Ja, das ist das Low von gestern zusammen mit der 7,99. Das ist eine weitere mögliche Unterstützungszone. Wie gesagt, wir haben den Markt, den S&P, der ist natürlich für uns auch vorbörslich, sprich vor Beginn der US-Kasse und nicht nur für uns, für die institutionell wichtig. Deswegen sollte man auch immer den S&P morgens auf dem Schirm haben. Der ist nämlich hier oben hängen geblieben und ist, der ist wirklich im bestätigten Short-Setup. Sie sehen die Widerstandszone hier gehalten und der befindet sich im Short-Setup. Erstes Target auf der Unterseite im S&P erstmal die 82,5. Also für all diejenigen, die unter Ihnen, die vielleicht hier in einem Short sind, aus welchen Gründen auch immer, erstes Target unten 4082,5. So, hier jetzt zu sehen, der DAX hat unten drunter geschaut. Sie sehen, der hat nicht unter drunter geschlossen, unter der 840, also bisher auch in M3. Das ist so die kleinste Zeiteinheit, auf die wir schauen. Also 3-Minuten-Chart, kein bestätigter Bruch in M3. Der Eurostox verhält sich oder hält sich richtig gut, wie gesagt. Das ist eher mal eine Schwäche hier im DAX bisher. Ja. Und auch da vielleicht gut zu sehen, der DAX scheint das jetzt hier erstmal unten verteidigen zu wollen, weil der geht nicht mit. Schauen Sie an, der ist fast wieder hier am oder geht wieder in Richtung Kasse hoch hier, der Eurostox. Also da
Von da kommt auf jeden Fall kein Druck. Das bestätigt hier die Situation im DAX nicht. Da bekommt der DAX auch keinen Support jetzt hier vom Stocks. Und im Bund Future, wir haben zwar hier untergeordnet hier einen Bruch der, in M3 gehabt, aber Sie sehen, das war nicht nachhaltig. Und wir haben auch die Bestätigung in der Stunde, dass diese Zone 134,40 oder 134,51 gehalten hat. Also war das hier im kürzeren Timeframe, also in M3 unten erstmal ein False Break. Ne? Also von der Wichtigkeit her ist natürlich, was passiert erstmal im Daily Chart, was passiert in der Stunde. In der Stunde ganz klar zu sehen hier im Bund, unten diese Zone 134,50, 134,40 verteidigt und haben sogar oben drüber geschlossen. Also in der Stunde erstmal ein False Break. Und das, was hier die 3 Minuten gemacht haben, das ja, war ein bestätigter False Break hier unten. Jetzt haben wir das Rebreak gemacht und schauen, was jetzt hier auf der Oberseite noch geht. Also. Eurostox, enge Handelsrange, kein Druck und der DAX ganz alleine wird er natürlich auch hier nicht das Ganze auf der Unterseite hier rausnehmen können, also ganz ohne Unterstützung vom Eurostox. Ne, auch im S&P ist jetzt auf der Unterseite nicht viel nachgekommen, also da sieht man, ja, da hat den minimalst hier diese Zwischenhochs hier in der Stunde angelaufen, nicht ganz, nicht mal hier ganz in diesem Bereich um die 4086 reingelaufen. Also wie gesagt, hier oben dieser Bereich erstmal, solange der hält im S&P, Widerstand ist nicht ganz hier an Targets rangelaufen, weil werden vielleicht diese Stundenhochs ein erstes Target, dann unten die 82,5, das ist ein markantes Daily Level. Also der Eurostox macht gerade ein neues Kasse hoch. Ne? Schaut da einen Ticken drüber, hat jetzt die 4300 geprintet. Auch der S&P ist wieder zurück hier an den Tageshoch. Und der DAX, ja, nachdem er unten auch hier das Ganze bestätigt hat, also das hier nicht gebrochen hat. Und solange das hält, wie gesagt, auch im Gesamtkontext, dass der Eurostox fest ist, ja, der S&P nicht weit ist, ist das, solange das hält, natürlich hier Unterstützung auch im DAX, die 8,56, die 8,40, an der Performance hin oder her. Wir haben nicht unten drunter geschlossen. Eurostox geht nicht mit, S&P ging nicht richtig mit, ja. Schauen wir, ob im DAX nach oben hin noch was geht, aber im Bund wichtig hier oben ein erstes Target. Wie gesagt, wir haben einen False Break gesehen, M3, dann das Rebreak.
kein Kloß in der Stunde drunter. Von daher für uns übergeordnet das Ganze nach wie vor hier unten Support mit erstem Kursziel auf der Oberseite 134,70. Also wir sind natürlich nicht permanent am Kommentieren. Heute Morgen ist natürlich ein bisschen was los hier, auch aufgrund dieser Underperformance, der Übernahmegerüchte da um die deutsche Börse. Also hier wird das kommentiert, auch an Nachrichten werden Nachrichten gemacht, was wichtig ist. Ne? Da ist ganz wichtig, so wie im täglichen Leben auch, dass man versucht zu filtern. Währenddessen macht der Eurostoxx, der macht ein neues Hoch hier, neues Tageshoch. Das gleiche auch der S&P, der ist jetzt auch gesucht und jetzt bekommt der DAX ja auch erstmal, ne, kommt richtig Dynamik erstmal in den Markt. Ging unten im DAX nicht weiter, hat die Unterstützung gehalten. Der Eurostoxx ging gar nicht mit. Der hat jetzt hier mit dem Bruch hier des Zwischenhochs hier nach oben an Dynamik gewonnen und auch ein neues Hoch im S&P. Ne, DAX hat hier ein erstes Tagesziel erreicht, oben hier dieses ein kleines Zwischentief hier, Zwischenlow gewesen, die 887. Also für all diejenigen, die hier unten an dieser Unterstützungszone den Long gespielt haben, weil der Eurostoxx nicht performt hat, nach unten performt hat und. Wer das hier oben erstmal ein erstes Target im DAX. Und dann schauen wir, ob er das hier rausnehmen kann. Sollte er das hier rausnehmen können, dann ist oben die 29 ein nächstes Ziel. So, im Eurostoxx haben wir oben, wie gesagt, den Bereich 0,5, 10, 0,5, gestriges Volumenpeak, ein erstes Level, worauf wir jetzt schauen. Und dann oben die 0,9, 10. Ja, das sind hier diese markanten Levels, das ist hier ganz wichtig im Stoxx. Ja, im DAX, Sie sehen das ja, ganz klare Rejection hier, wir schauen sich mal die Stundenkerze an hier. Da. Geht der Blick hier auf das Tageshoch erstmal auf die 909. Nelson, war ziemlich hören kannst. Ich hoffe, du kannst mich hören. Wir können gerne, weiß nicht, ob es Fragen gibt, Anregungen. Kannst du mir gerne jetzt zwischendurch stellen, ja, wenn das der Fall sein sollte, ja.
Nein, ich höre dich jetzt nicht gerade, ja. Ich hoffe, ich bin zu hören. Bin ich im Webinar auch zu hören oder nicht mehr? Okay, ich bin zu hören, ja. Aber ich höre dich nicht, ja. Vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz was sagen. Jetzt müsste ich dich hören können. Jetzt uns vielleicht kurz noch mal was sagen. Genau, ich schaue. Du sagst die ganze Zeit was und ich höre dich nicht. Ja, das ist okay. Weiß jetzt nicht, woran das liegt. Aber ich werde mal in die Fragen schauen. Moment. So, jetzt schaue ich mal in die Fragen, genau. Ja, okay. Also, ich gehe das mal durch. So, gut zu hören, genau. Alexander Mayer, danke, wir arbeiten dran. Okay. Kann aus der Veränderung der Differenz zwischen DAX-Future und Kasse irgendwas abgeleitet werden? Ging jetzt hier weniger um DAX-Future und Kasse, ja. Ging hier mehr um die Underperformance im DAX. Wie gesagt, aufgrund der Einzelwerte heute. Übernahmegerüchte hier bei der deutschen Börse, DAX mit die Deutsche Bank hier mit Zahlen, auch BASF stärker im Minus. Das war so der Grund hier für die relative Schwäche oder ist nach wie vor der Grund für die relative Schwäche im DAX. Das ist nochmal gut zu sehen hier im Chart. Wir haben nicht annähernd das Tageshoch hier angelaufen und der Eurostoxx hat bereits ein neues Hoch gemacht. Also die negative Outperformance hier im DAX ist, hat hier mit den Einzelwerten zu tun. Das hier zu der Frage, genau, das war jetzt hier weniger kassebedingt. Ein Falsbreak erkennt man erst, wenn er vorbei ist, nicht vorher. Markus Bär, nochmal, wir gucken hier, kleinste Timeframe ist M3. Darauf schauen wir, das hat den M3 der DAX, das sieht man hier gut, nicht gebrochen, dieses Unterstützungslevel. Und dann ist das nächste Timeframe nach oben dann die Stunde. Und das konnte man auch gut im Bund sehen, der jetzt, wie gesagt, hier das erste Tag die 134,70 erreicht hat und jetzt nach oben auch bricht oder dabei ist zu brechen. Also hier im Bund, wir haben zwar einen False Break, das sieht man vielleicht im Bund am anschaulichsten, der hat unten drunter geschlossen, dann das Rebreak gemacht und die 9-Uhr-Stunde sogar oberhalb der oberen Range geschlossen, also ganz klares Rejection hier im Bund der Unterseite und dementsprechend auch jetzt hier Follow-up auf der Upside. Ich hoffe, das war okay. Das war jetzt der Teilnehmer Markus. Wer will in China die Cloud? Alex, wer war das nochmal hier mit den Cloud? Das war nee, Alibaba hat, die möchten die Preise für das Cloud-Geschäft senken. Ne? Das war die Meldung heute Morgen. Ne? Alex, genau, das war die Meldung heute Morgen. Ein Volkswagen kennt, genau, hört gerade nichts mehr, spricht keiner. Genau, das haben wir was gesagt, was wir nicht permanent auf oder permanent was sagen. Hätte man jetzt den DAX long genommen bei der Unterstützung? Ja, weil wir haben da nochmal, das ist hier kein Signaldienst oder wir geben natürlich auch keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, das dürfen wir nicht. Aber wir haben im DAX unten, wenn einer da den Long hier gespielt hat, aus dem Chart heraus kein Close in M3, schon aus dem Chart heraus an dieser Unterstützungszone, wäre das gerechtfertigt und nur der DAX ist nach unten gegangen. Das kann natürlich sein, dass hier die Underperformance so stark ist, dass der DAX dann weitergegangen wäre, ohne dass der Eurostoxx folgt.
Ne, Eurostoxx ist nicht gefolgt. Ja, S&P hat nach unten auch nicht viel anbrennen lassen. Ja, der hält zwar nach wie vor die Unterstützung, aber den Widerstand ist aber nach unten nicht annähernd hier in Richtung Zwischenhochs gelaufen, hier um die 40, 86. Deswegen konnte man oder hätte man da im DAX hier an dieser Unterstützung dann vielleicht damit anbandeln können, hier vielleicht in den Long zu kommen. Aber wir sehen oben nicht ans Tageshoch bei der 0,9 hingelaufen. Der prallt hier an diesem Zwischentief hängt an der 8,87. Da schafft das nicht drüber zu schließen. Ne? Ich hoffe, das hat hier die Frage beantwortet hier von dem Teilnehmer Matthias. Hallo, ist so eine Analyse des Marktes jeden Tag? Ja, jeden Tag. Wir machen das jeden Tag von 8 Uhr bis 17 Uhr, jeden Börsentag. Sorry. Wer sich dafür interessiert, gerne auf Traders Talk. Da können Sie kostenlos und unverbindlich sich mal für ein 14-tägiges Trial und das läuft auch aus. Da ist dann hinten dran wird keine Mitgliedschaft oder so Ihnen angedreht. Also Sie können das jeden Tag hier bei uns. Das ist unsere tägliche Vorbereitung, unsere tägliche Routine, Teil unserer Vorbereitung hier am Trading Floor in Frankfurt. Ja, und das kommunizieren wir auch über die Squawkbox unseren Kunden. Also wer sich dafür interessiert, wir werden sicherlich nochmal hier mit dem Nelson FX Flat, wir haben noch einen anderen Folgetermin vereinbart, vielleicht auch mal vielleicht eine Frage-Antwort-Stunde nochmal machen, irgendwo zu einer anderen Uhrzeit, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer morgens, aber wenn das hier interessiert, das passiert jeden Tag, auch auf GoTo-Webinar-Basis von uns zwischen 8 und 17 Uhr, jeden Tag die Spockbox mit all dem, was Sie bisher mitbekommen haben. So, hallo, ist so eine Analyse, genau. Guten Morgen, vielen Dank. Nutzt ihr das Market Profile nur auf Tagesbasis oder auch in größeren Zeiteinheiten? Ne? Aber da ist jeder von uns unterschiedlich. Ja, der eine schaut mehr drauf aufs Market Profile, andere weniger. Aber nochmals, wichtig ist wirklich das größere Bild, da zu schauen, okay, wo positionieren sich hier größere Teilnehmer? Und das sind halt die institutionellen. Und da guckt man natürlich ja auf Daily Levels, auf Stundenlevels und. Ne? Und da nutzt man oftmals hier all das, was hier Market Profile, Volumenprofile ist und auch andere Indikatoren, ob es jetzt hier Fibonacci sind, um seine Meinung nochmal zu bekräftigen. Ne? Also für uns immer aus dem größeren Bild, okay, wo positionieren sich, wo werden größere Teilnehmer aktiv? Und das ist halt aus dem großen Chartbild. Ne? Das war schon immer so gewesen und das wird auch nach wie vor so sein. Alles andere ist Handwerkszeug, um vielleicht seinen Entry zu feintunen, ob es jetzt Market oder Volumenprofile ist oder Footprint Chart. Oftmals hilft es, sowas hier übergelagert hier an diesen Levels anzulegen, aus dem großen Bild zu schauen, wo bekomme ich da mein Entry. Ich sehe zwar die 15.853 in der Stunde, aber woher kommt die 8,56 in der Stunde im DAX? Moment, ja, so jetzt sehen Sie unten, jetzt testet der DAX nochmal diesen Unterstützungsbereich. Also oben ist er hier an diesem Zwischentief von der 8,87 nicht drüber gekommen. Sie sehen das ja. Im Eurostoxx passiert nicht viel, auch im S&P nicht viel. Und wie gesagt, gut erholt. Der hat unten richtig rejected hier an dieser Zone. Und jetzt komme ich mal an der 8,56 im DAX. Also hier, das ist ein Stundentief. Sie sehen, das ist ein Stundentief vom 21.04. oder ein zweifaches Stundentief. Deswegen also hier diese Stunden und hier auch nochmal ein Stundentief, da kommt die obere Range-Begrenzung im DAX zusammen, ne? Die obere Unterstützungsrange-Begrenzung, 8,56, 8,40. Ich sehe jetzt, okay, ist das der Future? Ja, genau, wir schauen nur auf den Future, weil wir nichts anderes können. Ja gut, können auch Optionen, der eine oder andere von uns, aber eigentlich ist bei uns jeder hier im Future groß geworden, ja, weil bei Banken und Finanzinstituten hat nichts anderes gemacht wird. Ja, das soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber Futures oder Optionen, das sind auch die börsengelisteten Instrumente und ja, das ist halt so Benchmark. Stellen Sie gerne weiter Fragen hier, genau, ich lese hier den Fragenkatalog, ansonsten ich habe genau nur den Vornamen nennen. Sorry, ja, ich hoffe, ihr habt das gemacht, dass ich nur den Vornamen nenne, genau.
Also wenn ihr noch Fragen habt oder wenn Sie noch Fragen haben, gerne hier noch stellen. Ansonsten, schade, dass ich jetzt den Nelson nicht höre. Ja. So, ein zweiter Versuch. Jetzt höre ich dich, genau. Ja, sehr gut. Ja, irgendwie hat die Software mich hier rausgekickt, was das was Audio betrifft. Aber jetzt bin ich da. Super, ja, du hast alle Fragen, soweit ich sie auch beantwortet. Also gerne noch Fragen reinkommen und ansonsten im Nachgang, wenn Fragen auftauchen, genau, können wir das also natürlich auch weiterleiten. Ne? Genau, also wir können das gerne hier offen lassen, wenn dann noch Fragen kommen. Wie gesagt, das war jetzt vielleicht alles ein bisschen viel. Nochmal, wer Interesse hat, ich blende das nochmal ganz kurz ein. Gerne. Nochmal ganz, ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Also, Traders Talk, es sind, wie gesagt, unsere Serviceleistung. Wie gesagt, wir kommen aus dem Eigenhandel und das ist unser Core-Business. Wir sind eine Prop-Trading-Firma. Sitzen in Frankfurt hier direkt neben der Börse. Falls jemand mal vorbeikommen möchte, gerne vorher ankündigen. Ja, das ist hier unten, genau, www.traderstalk.de. Das ist unsere Seite. Das ist hier unser Team. Der Kollege ist der Alex Meyer, ne, der sitzt hier neben mir. Den habt ihr schon gehört. Ich bin hier, dieser junge Mann. Und ansonsten, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen vom Namen her auch noch. Ja, genau. Das sind, wie gesagt, wir kommen fast alle aus dem institutionellen Bereich. Und sitzen hier nicht alle hier in Frankfurt zusammen. Der Kollege sitzt hier in Frankfurt, der hier auch. Der Kollege Sergej, der sitzt im Norden Deutschlands hier. Das ist unser griechischer Kollege aus Athen. Und hier unser Analyst, Makroanalyst, das ist der Michael Kitsche, der sitzt in Berlin. Also virtueller Handelsraum halt, ne? Genau. Nochmal zu dem täglichen zu der täglichen Squawkbox, wenn ihr hier auf die Seite geht, ne, und dann seht ihr hier dieses TraderStalk Premium Produkt, wie gesagt, nicht davon erschrecken, wenn ihr unten hier auf Trial kostenfrei Beginn machen, dann kommt ihr hier auf eine Eingabemaske, einfach nur mal Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Handynummer, wie gesagt, nennen und dann 14 Tage kostenlos unverbindlich, das läuft aus, da könnt ihr uns hier mal zukommen. Ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, und das ist wirklich so auch von mir aus, ich möchte euch nicht länger strapazieren, wieso so eine Squawkbox wichtig ist. A, habt ihr keinen Blindflug, ihr wisst ganz genau, was am Tag wichtig ist, weil wir filtern das nach Wichtigkeit, die Events, aber auch die Nachrichten, die so zwischendurch kommen. Wie gesagt, heute diese Übernahmegerüchte von der deutschen Börse. Und ihr bekommt das dann mit, das war nämlich ein gutes Beispiel heute, wenn das den Kurs beeinflusst. Also die Underperformance heute im DAX war halt größtenteils entweder von den unternehmenbedingt Deutsche Bank, die heute Morgen Zahlen gebracht haben. Ich weiß nicht, BASF, was da der Grund war, Alex, die kam die heute auch mit Zahlen? Auch BASF, also BASF und Deutsche Bank, beide mit Zahlen. Das waren mit der Grund für die Underperformance und die deutsche Börse mit diesen Übernahmegerüchten, die natürlich Geld kosten, die den DAX haben relativ schwächer erstmal notieren lassen und nach wie vor eine relative Schwäche im Vergleich zum Eurostoxx. Ne? Aber das ist ein sehr gutes Beispiel hier für eine Sinnhaftigkeit von so einer Squawkbox. Jetzt nochmal, wenn der eine oder andere von Ihnen sagt, ja, ich handle aber nicht auf Nachrichten. Ganz ehrlich, wenn Sie darauf handeln, ne, dann ist es umso besser, so eine Squawkbox zu haben. Aber auch wenn nicht, geht es eigentlich darum, wie in jedem anderen Business auch, damit Sie jederzeit wissen, wieso was gerade am Markt passiert. Ne? Sie bekommen hier die Analyse von Experten. Also der Kollege Alex Meyer, der war jahrelang bei der Deutschen Bank, jahrelang bei der UBS. Der ist über 30 Jahre im Markt, ja, und bei uns, wir haben insgesamt, glaube ich, über 100, 150 Jahre an Markterfahrung hier. Das bringen wir hier rüber, auch in den Einschätzungen, in dem Filtern von Nachrichten, sodass ihr euch oder sie euch auf den Handel konzentrieren könnt und hier nichts Wesentliches an ihnen vorbeigeht. Also wir haben Kunden, seitdem wir dieses Produkt hier gelauncht haben, 2015, die sind seitdem dabei. Ganz ehrlich, das ist für die wie die Luft zum Atmen. Ja, die können sich verlassen, dass sie nichts Wesentliches an Informationen verpassen. Am Tag vorbereiten. Wir haben nächste Woche zum Beispiel so einen Workshop hier, so einen Makro-Workshop über 3 Tage. Das ist so ein, das passt ganz gut. Wir haben am Mittwoch FED, am Donnerstag EZB und am Freitag die Non-Farm Payrolls. Und da zeigen wir auch, wie Vorbereitung hier auf solche Events ist, wie das von professioneller Seite aus gemacht wird. Genau, die 14 Kalendertage oder 14 Börsentage, also ich glaube, das sind 14 Börsentage, die man da hat, aber da
wenn Sie da ein bisschen länger reinhören möchten, ganz ehrlich, dann schreiben Sie es doch mal an, ob es jetzt 10 Börsentage sind oder 14 hier, das Trial, da sind wir auf jeden Fall flexibel. So, das, wie gesagt, die Vorteile von den, und dann nochmal eine Sache, die ich eigentlich jedem mitgeben kann und nur mitgeben möchte. Sie messen sich hier jeden Tag mit den Besten im Markt. Und damit meine ich nicht mich oder uns, sondern die da draußen im Future-Markt sind. Das sind die ganzen Profis von den ganzen großen Häusern. Und eine Squawk-Ops hilft Ihnen, dass Sie da zumindest mal mit Ihrer Vorbereitung, die Sie sowieso machen, dass Sie da annähernd eine Chance darauf haben, da längerfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein. Weil die Profis, die da sind, ob es eine Deutsche Bank ist oder Goldman oder die ganzen Hedgefonds oder sowas, die sind ganz anders aufgestellt, auch was Nachrichten angeht. Die werden oftmals sehr automatisch ausgelesen, die Nachrichten, und handeln darauf. Aber nichts ist wichtiger an der Börse als eine gute Vorbereitung und dass man real-time und in Echtzeit informiert ist über das, was passiert. Da geht es nicht darum, dass es da in irgendeinem Dienst dann nach 10 Sekunden dann lesen und auch ohne die richtige Analyse. Also hier bekommt ihr das dann mit, wenn es passiert. Und dann versteht ihr auch, wieso der DAX underperformt oder outperformt oder wieso der Graph jetzt hier abschmiert. Da bekommt ihr hier die Analyse. Nur darum geht's, dass ihr euch so vorbereitet auf den Handelstag, dass ihr in diesem Haifischbecken, der da Future-Handel heißt, dass ihr da wirklich Aussicht auf Erfolg habt. Weil die Leute, die da, das ist wie jeden Tag an Olympia teilnehmen, wenn sie da nicht topfit sind, ja, ganz ehrlich, egal wie gut sie sind, dann werden es die ganz, ganz wenigen nur schaffen. Das wollte ich jetzt nochmal mitgeben. Und ansonsten, falls da noch Fragen kommen sollten, beantworten Sie die gerne. Ich würde ansonsten sagen, Nelson, das ist das von unserer Seite. Wir machen natürlich jetzt hier weiter, weil das geht bei uns natürlich immer bis 17 Uhr. Wenn da jemand weiterhören möchte, dann einfach auf die Webseite dieses Formular hier ausfüllen. Wie gesagt, das läuft aus nach 14 Tagen. Das findet ihr nochmal hier. www.traderstalk.de und dann scrollt ihr einmal runter und hier dann unter diesem Produkt hier Traderstalk Premium Trial kostenfrei beginnen, die Maske ausfüllen und dann bekommt ihr relativ bald, also relativ zeitnah heute im Laufe des Vormittags wahrscheinlich den Code jetzt sich einzuloggen. Das war es jetzt auch wirklich von mir. Hat genug, genau, wir bieten auch Coachings an. Wer von Ihnen auch, wir werden auch die dieses Makro-Event, den Workshop, den wir hier vor Ort machen mit Teilnehmern nächste Woche, auch sicherlich in unseren sozialen Medien nach entsprechend kommunizieren und auch Feedbacks da von den Teilnehmern geben. Alle anderen Angebote findet ihr bei uns auf der Webseite, auch Coaching-Angebote, ob es jetzt hier vom Sven Beckmann ist, hier der von Axia Futures kommt oder von meinem Kollegen Sergei Wolf, der auch Mentoring und Coaching macht. Da ist für jeden was dabei, aber nochmals, ganz wichtig ist hier zunächst mal, würde ich sagen, hier, hört euch die Squawkbox an, weil das ist wirklich super wichtig, um da einigermaßen eine Aussicht auf Erfolg zu haben. Sehr gut, dann haben wir tatsächlich alle Fragen beantwortet. War wirklich sehr informativ heute. Der nächste Termin steht ja auch schon an. Diesbezüglich werden Sie natürlich alle informiert und ich denke, dass wir dann wieder hier den Raum wieder füllen können, wie heute auch. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank euch. Ich sehe, bitte. Da ist noch die eine oder andere Frage. Für den Future braucht man ein größeres Konto. Also nochmal, man sollte so viel an Kontogröße da haben, was ihr so am Tag riskieren solltet hier mit eurem Margin-Konto sind. 2, maximal 5%, wobei 5% eigentlich schon hier unprofessionell ist. Das sollte so der Daily Stop sein, den ihr idealerweise mit eurer Handelsplattform, also wir nutzen alle Trading Technologies hier und dann kann man das automatisieren, diesen Stop. Nochmal, 2 bis 5% maximal sollte man von seinem Handelskonto am Tag riskieren, eher mal 2%, und daraus lässt sich dann auch die Kontogröße ableiten. Das ist dazu wirklich sehr interessant. Vielen Dank. Super. Freut mich. Ich glaube, das sollten jetzt hier alle Fragen erstmal gewesen sein. Es wird sicherlich noch weitere Gelegenheiten hier geben. Von uns aus hier einen schönen Gruß aus Frankfurt. Und würde mich freuen, wenn dann beim nächsten Termin, ich glaube, das ist der 9. Mai. Nelson, du korrigierst mich. Genau, 9. Mai ist der nächste Termin.
Und wie gesagt, für all diejenigen, die nicht so lange warten wollen, die jetzt irgendwie Lust auf mehr bekommen haben, geht auf unsere Webseite und tragt euch hier fürs kostenlose Trial ein. Das läuft aus nach 14 Tagen. Und da könnt ihr hier jeden Tag mit uns kommunizieren. Wir nutzen die gleiche Software, die gleiche Webinar-Software hier, auch GoToMeeting. Da könnt ihr genauso Fragen stellen wie ihr auch. Die werden von uns auch wirklich aller Minute beantwortet. Ne? Entweder vom Alex oder von mir oder von einem anderen Kollegen. So, das war jetzt das Schlusswort. Weiterhin viel Erfolg. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Märkte nicht mehr gezeigt. Ja, das muss wo eigentlich drauf auf, ankommt. So, wir sehen, DAX verteidigt nach wie vor unten. Die Unterstützungszone oder auch was macht gerade ein neues Tageshoch. Also, das ist jetzt das Schlusswort von mir. Nochmals vielen Dank, Nelson. Ich danke auch hier für die netten Worte, für die Gelegenheit hier. Auch FX Flat freue mich hier auf das nächste Event. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Vielleicht ein bisschen chaotisch, aber wie gesagt, obwohl wir das jeden Tag machen, aber das ist natürlich immer jetzt so ein anderes Setup. Ich denke, beim nächsten Mal wird das hier reibungsloser laufen. Es war alles gut und die Märkte sind ja auch manchmal chaotisch. Von daher wird sicherlich nächsten Termin auch wieder interessant. Und ja, ist alles schon gesagt. Nutzt gerne das Angebot, hier die 14 Tage Trial-Version und schnuppert mal rein. Und ansonsten hören wir und sehen wir uns vielleicht dann entsprechend am 9. Mai. Also viel Erfolg heute und bis zum nächsten Mal. Danke.